Der Internationale Blasmusikkongress findet zum ersten Mal statt. Wann haben Sie zum ersten Mal davon gehört und was sagen Sie zum Konzept generell? Also ich habe von meinem Kollegen, von Alexander Wiltscher, davon gehört, der also von Edamir Woodminster. Und er hat mir gesagt, er hat da viele Kontakte, dass dieser Kongress ist, dass wir dort ausstellen und dass das eine interessante Anfrage ist, ob ich da Lust hätte, einen Workshop zu machen. Mhm. Und da ich auch selber aus der Blasmusik komme und da ich auch weiß, auch ich unterrichte ja Klarinette in Berlin an der Hochschule, da ich auch weiß, wie wichtig diese Grundlage ist für gute Bläser und in meinem Fall speziell auch für gute Klarinettisten, dachte ich, bin mal gespannt, was da so abgeht. Ich möchte es mir mal angucken. Und es war wahrscheinlich so vor 2-3 Monaten, denke ich mal. So ungefähr. Und so von der Idee her, was halten Sie davon? Also, dass viele Menschen sich sozusagen treffen, um sich auszutauschen? Also, ich finde es im Prinzip immer gut, wenn Leute sich treffen und sich austauschen können. Das ist zwar, hat zwar manchmal auch immer was Geschäftiges und was Beschäftigtes, aber in dem Fall, also ich bin gespannt, ich bin gerade eben erst angekommen, wäre natürlich gern, hätte ich auch nochmal jetzt die Runde gemacht, aber ich habe es mir im Internet angeguckt, also was so an Veranstaltungen da ist und das sind wirklich tolle Veranstaltungen und nicht nur irgendwie mit Blättchen oder sowas, sondern wirklich rund um die Blasmusik, was die soll. Wie man es verbessern kann, das finde ich sehr gut aus den unterschiedlichsten Aspekten, wie man eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe, also die Blasmusik, das ist ein altes, traditionelles Kulturgut und das ist einfach super gemütlich, wenn man bei so einem Weinfest in meinem Fall, aber gibt es sicherlich viele andere Feste, Kirchweih, wenn da eine Blaskapelle, sage ich natürlich aus dem Süden, ich komme aus dem Süden, ich verbinde es mehr mit dem Süden, wenn da eine Blaskapelle sitzt und da was Schönes spielt, das gehört einfach dazu, ist eine tolle Sache, daraus ergibt sich denn natürlich auch was richtig und gutes symphonisches Blasorchester mit einem Anspruch, der wirklich mehr Richtung Geige geht im Orchester, also bei den Klarinetten, ich spreche jetzt mal von den Klarinetten und von den verschiedenen Registern und wo die Leute natürlich unglaublich viel lernen, man sieht es in Spanien, was da für eine so symphonische Blasmusikkultur herrscht und da bin ich einfach gespannt, was da jetzt so passiert. Ich bin auch gespannt aufs Konzert heute Abend. Sie haben eingangs gesagt, Sie kommen aus der Blasmusik. Als Süddeutscher sind Sie im Blasorchester wahrscheinlich groß geworden. Oder wie war da so der... Doch, ich bin schon groß geworden. Also es ist die Sozialisation war eigentlich die, dass damals fing die Jugendmusikschulbewegung oder Musikschulbewegung an. Ja. In meinem Fall, in Mann, wurde da eine Jugendmusikschule gegründet und ich war also schon als ganz kleiner Stockel im Elementarunterricht mit Notenkritzeln. Und dann habe ich dort Klarinettenunterricht gehabt in der Musikschule, in der Jugendmusikschule und die Stadtkapelle und auch die neue Gründung einer Jugendkapelle, die durch die Jugendmusikschule veranlasst wurde. Wurde damals von den Lehrern der Jugendmusikschule geleitet und übernommen ist das falsche Wort, aber also das ist ja oft im Süden auch so, dass es ganz unabhängig von Musikschulen läuft. Das war in dem Wangenfall nicht. Das war also, ich bin schon über die Musikschule dort reingekommen, aber habe dann dort jahrelang gespielt eigentlich, bis meine ganze Schulzeit, zuerst in der Jugendkapelle und später in der Stadtkapelle. Und warum Klarinette? Hätte es auch theoretisch die Posaune werden können? Ja, also das ist Klarinette, ich glaube, ich war immer so ein bisschen gleichgültig, glaubt man gar nicht, aber und meine Eltern haben einfach gesagt, die haben meinen Lehrer kennengelernt und der hat so super improvisiert auf so einer Fete und dann fanden sie einen ganz pfiffigen Typen und haben sie gedacht, Klarinette ist ein Instrument, wo man auch zusammenspielen kann. Die hatten ja überhaupt nicht an Berufliches oder sowas gedacht. Ja. Und dann hatten sie gesagt, das ist doch schön. Und dann habe ich das gelernt und war auch ganz begeistert. Kann mich noch erinnern, wie ich meine Hand von meinem Vater zur ersten Stunde gegangen bin. Das kann ich noch erinnern. Können Sie sich noch daran erinnern, was die ersten Worte des Lehrers waren? Eigentlich nicht, aber an was ich mich erinnern kann, also den ersten Eindruck, als ich da reinkam, daran kann ich mich erinnern, das war, dass da für mich riesengroße Leute saßen, die waren wahrscheinlich 14 oder so, ich war 8, und die saßen da und da passierte was und ich habe so hochgeguckt und die hatten Blätter, das wusste ich. Die hatten so eine Schachtel, wo Holzdinger drinsteckte. Wahrscheinlich haben die schon damals diese Blätter mit diesem ehrfürchtig heiligen Blick betrachtet. Ja. Es ist witzig, dass sowas,
Das hat jetzt also wirklich nichts damit zu tun mit meinem bisherigen Beruf, aber an diesen Eindruck kann ich mich noch erinnern und an diesen Vorgang, das Blatt aus der Schachtel zu ziehen, das war das Erste, was ich dort an diesen Leuten wahrgenommen habe. Das ist ja offensichtlich dann eine Faszination, die schon damals eingetreten ist. Faszination. Ich glaube nicht, dass ich jetzt vom Blatt, ich habe keine Ahnung gehabt, das hat er mir dann hinterher erklärt, aber offensichtlich herrschte da schon so eine heilige Aura um das Blatt, selbst in dem Fall, dass sowas, das fällt natürlich dem Kind auf, also auf einer tieferen Ebene dann. Ja. Ist man als Profi-Klarinettist dann immer noch, sind die Blätter immer noch was Besonderes? Also das ist ja so eine. Ja, das Blatt ist ganz klar. Das ist einerseits eine wichtige Sache und andererseits Projektionsfläche von allen unseren Ängsten. Und das ist das ist ein bisschen wie beim Sänger die Stimme. Und es ist allerdings, man lernt damit umzugehen. Man lernt mit Blättern zu leben, die nicht so gut sind oder. Man lernt natürlich auch, die richtigen rauszusuchen. Man lernt auch, das ist mir jetzt auch wichtig für das Seminar, wo wir nachher noch dazu kommen, man lernt auch, das einzuschätzen. Also es geht nicht, da stimmt was nicht, das darf man nicht nur aufs Blatt projizieren. So wie Sie es, denke ich mal, ich bin jetzt kein Trompeter, Sie dürfen es bei der Trompete, obwohl der Ansatz wichtig ist, nicht nur auf den Ansatz projizieren. Mhm. Dann wird es nicht besser. Also dann haben Sie irgendwo einen Punkt, wo der Geist drauf kann, oh Gott, daran liegt es, wenn das besser ist, dann ist alles gut. Mhm. Und ob Sie dann dieses Gleichgewicht hinkriegen, was Sie brauchen, damit das System insgesamt schwingt, das ist die Frage. Aber natürlich ist das Blatt auch wichtig. Klar. Und ohne wird es nicht funktionieren, logischerweise. Ja, ohne wird es nicht funktionieren. Es ist und bleibt ein Ritual mit Schnur noch mehr als mit Spange, aber dieses Aufbinden vom Blatt, also was ich damals auch, das ist und bleibt ein Ritual. Aber das Blatt als Sündenbock herzunehmen, ist auch zu einfach wahrscheinlich dann, ne? Wenn irgendwas nicht funktioniert, sagen, das Blatt war nicht so besonders. Also ich meine, wir alle kennen ja die Erfahrung. Also ich hab eine ganz krasse Erfahrung gemacht, als ich meine erste Stelle gekriegt hatte. Also vor dem Puppenspiel, kurz davor, da hatte ich 3-4 Tage davor, haben wir Bläseroktett geprobt. Und es war furchtbar. Also ich hab viel mit Klavier gespielt, aber Bläseroktett in der Besetzung noch nie. Das war, habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt, nicht genau gewusst. Es sprach nicht an, es war zu hoch. Klang irgendwie bröselig und ich habe mich so durchgequält und war irgendwie frustriert und dachte mir, soll ich 2 Tage noch auf ein Probespiel fahren und dann da so daher spielen. Und bin ich zu meinem Lehrer damals, bei Hans Deinzer, bin ich noch rausgefahren, wir haben dann rausgemacht, spiele ich ihm noch mal vor und dann sage ich so, Hans, also ich habe jetzt 2 Tage, ich glaube, ich fahre da nicht hin auf das Probespiel. Und dann hat er gesagt, du, jetzt lass es erstmal, pack einfach mal aus und spiel, hat er gesagt. So ganz, also gar nicht besorgt und so ganz, ganz entspannt. Und boah, na gut, dann mache ich es, habe ich ausgepackt und habe die Stellen gespielt. Und es war wirklich besser als im Probespiel, wo es nachgeht. Es war nichts dran. Und dann hat er gesagt, ja Martin, ich weiß eigentlich nicht, was du willst. Und ich habe gesagt, ich weiß auch nicht. Also das hat sich gut angefühlt, was da jetzt ist. Das war für mich tatsächlich, auf einmal geht es, ist dasselbe Blatt. Also entweder da war die ganze Zeit 2 Tage lang ein Fussel drunter unter dem Blatt oder ich bin irgendwie nicht mehr ganz dicht hier oben. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass wenn sich eine Spannung löst, das ist auch eine psychische Sache, das kann man nicht kontrollieren, dann kann, wenn man das Problem der Überspannung hat, das hilft natürlich nicht bei allem, dann kann sich sowas auch auf eine unbewusste Art lösen. Mhm. Und diese Art von Lösungsprozess ist natürlich super angenehm im Auge des Betrachtenden, weil man dann wieder neu in das Material mit neuer Kontrolle, neuer Kraft dort rein kann. Ist das etwas, was in dem Workshop auch vorkommen wird? Sind das 2 Workshops? Sicherlich. Also ich möchte Umgang mit dem Blatt, das ist, also mit der Klarinette, es ist nicht nur das Blatt, Mundstück, Blatt, Klarinette. Dieses Umgang mit der Schwingung, wie erzeuge ich eine Schwingung, mit welchen verschiedenen Komponenten und wie kann ich da reinfühlen für mich? Und wie? Und natürlich, also bei mir geht es viel um die Atmung auch, und zwar immer um das zu spüren, wo man ist und es zu verändern. Also ich bin nicht so sehr daran interessiert, an Sollzuständen, das muss man so und so und so machen, was alles gut ist. Ich habe auch übrigens gelesen, ich hab einige Kurse hier mir mal quer gelesen, den Text, das sind super Sachen dabei. Also das ist total wichtig, dass Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, auch im Detail mal sowas vorstellen. Aber ich versuche es jetzt sozusagen
verknüpft mit den psychischen Sachen, das ist bei Klarinette, also diese Befindlichkeit, oh Gott, das rauscht, was passiert da, oh Gott, jetzt muss ich das hohe A2 anstoßen, leise, hoffentlich platzt es nicht raus, was passiert da eigentlich und wie kann man da versuchen dagegen zu arbeiten und das dann eben praktisch auszuprobieren, einfach sehen, ob es funktioniert oder nicht, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Das sind halt, also im Prinzip sind es Dinge, dass man eins wird mit der Klarinette, kann man das so platt ausdrücken, dass man wirklich... Man kann es so platt ausdrücken. Aber um eins mit der Klarinette zu werden, müssen sie erst mal eins mit ihrer Atmung, mit ihrem Körper werden. Also das ist, und das heißt, sie müssen es spüren. Wahrnehmung ist alles, auch in der Musik. Was sie wahrnehmen, was da reinkommt und was sie gleichzeitig wahrnehmen. Mhm. Wahrnehmung bedeutet ja eigentlich nichts anderes als das Unbewusste, was wirklich wahnsinnig viel wahrnimmt, dass es eine Anknüpfung ans Bewusstsein hat, dass sie das bewusst machen. Das ist eher diese Sache. Und dann haben sie diese Anknüpfung, dann haben sie auch diese Kontrolle. Dann können sie das auch bewusst kontrollieren und dann passieren diese Abläufe gemeinsam. Wenn sie aber nur sagen, es soll bei einem konkreten Problem ist es schlecht. Natürlich müssen sie üben. Also natürlich so, jetzt muss ich üben, das ist was ganz anderes. Also es ist auch eine zielgerichtete Vorstellung zu entwickeln vom Klang ist sehr wichtig. Aber das ist eben für diese Lösungsprozesse müssen sie reinspüren. Das geht meiner Meinung nach nicht ohne. Das heißt also, die Musiker, die heute lernen, kennen die ihren Körper nicht genug oder sollten die mehr auf ihren Körper hören einfach? Oder kann man das? Also was heutzutage über Körperarbeit gemacht wird, ist deutlich mehr als zu meinem Studium. Also, und zwar unvergleichlich viel mehr. Das heißt, ich meine das jetzt auch nicht, dass ich das alles weiß, also es anatomisch klingt. Es schadet auch nichts. Also wenn man es professionell macht, natürlich muss man auch eine gewisse Ahnung haben und das irgendwie benennen können. Aber ich habe immer festgestellt, dass wenn so eine Verbindung entsteht, das ist ja das, was Wohlgefühl ist. Boah, das fühlt sich gut an. Jetzt kann ich endlich mal. Also wir kennen das alle. Auch jeder aus der Blasmusik kennt das. Ah, das klingt geil. Also jetzt geht's rein. Dann kommt auch immer irgendeine Geste dazu. Oder oh, klingt das schön. Oh. Ja. Oder Staccato. Das klingt so gut. Ja? Und beim anderen macht es, oder früher hat es irgendwie gemacht und dann bin ich natürlich froh. Das heißt, das ist Körpergefühl auch schon. Wenn Sie Geistiges, also eine Klangvorstellung mit dem Körpergefühl verbinden, das ist schon ein ganz wichtiger Zugang dazu. Ja. Und ich glaube, dass es schon verloren geht. Wenn Sie zum Beispiel Musiker, jeder hat mal, glaube ich, viele Musiker, die meisten haben mit Freude das Instrument angefangen, die es beruflich machen. Aber bei vielen ist es dann auch, wenn man manche Opernorchester in kleinen Städten, nicht nur in kleinen, aber vor allem auch, da sieht man den Gestalten, die sind schon einfach auch zum Teil gekennzeichnet vom Leben, weil das ist, vielleicht selber sind sie frustriert oder es ist zum Teil wirklich eine unglaubliche Schufferei für wenig Geld in den kleinen Häusern. Also das ist einfach wahnsinnig anstrengend und da muss man natürlich fragen, ist auch das Körpergefühl irgendwo verloren gegangen? Oder jedenfalls das Positive, also das positive Verhältnis zum Körpergefühl. Aber ich glaube, für mich ist die Frage, ich denke nicht, dass ich denen jetzt irgendwas bringen muss, sondern dass sie sich dessen bewusst sind, was sie eh machen, was sie eh haben. Und dann natürlich Spezifizierung auf die Klarinette. Also und spezifisch auf die Klarinette, aber bleiben im Allgemeinen. Also anbinden an... Es nützt nichts mehr, haben die Leute auch gesagt. Bei der Haltung, Mensch, du musst so und so halten, so. Das ist Blödsinn. Eine Haltung ergibt sich. Wenn sie sich einfach nur die Haltung hinstellen richtig, dann muss sich erstmal noch gar nichts ändern. Wenn natürlich einer das in dem richtigen Moment ihnen irgendwo die Hand drauflegt, dann ändert sich was an der Haltung, aber dann ist es auch ein geistiges Phänomen. Dann ist es ein Wahrnehmungsphänomen und das findet Ausdruck in der Haltung. Das finde ich gut. Aber zu sagen, jetzt muss die Schulter runter und dann ist alles gut, das ist Blödsinn. Das ist nur eine äußerliche Sache, das führt zu nichts. Und deswegen ist es eine Haltungsfrage, innere Haltung und äußere Haltung. Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie das eben kennen oder können? War das von Anfang an so oder hat sich das ergeben? Mussten Sie das lernen?
Ich würde sagen, es war vieles unbewusst. Ich habe immer eine große Energie gehabt. Da habe ich auch immer mal wieder große Energieknoten gehabt. Klar, das ist nicht immer so gegangen, wie ich wollte. Und beim Blatt schon gleich 10-mal nicht. Und durchs Unterrichten natürlich sehr viel. Mhm. Und auch durch so Erfahrungen, wo man eigentlich das Gefühl hat, man macht doch eigentlich alles richtig. Warum kommt es trotzdem nicht so, so an? Und dann eben auch, denn schon auch durch eigene Erfahrungen, also kombiniert mit dem, was man immer selber ausprobiert. Mhm. Also ich bin schon sehr anfällig, wenn es mal nicht so gut geht, die Blätter gehen nicht oder was auch immer nicht geht. Es geht nicht, sag ich mal. Das macht mich krank. Also wenn ich den nicht spielen muss, ist es okay. Aber wenn ich den spielen muss, das ist furchtbar. Also das hat mich immer richtig körperlich fertig gemacht. Mhm. Wobei ich eigentlich mal faul, überfaul war und so. Aber dann nützt ja auch Üben nichts. Also das habe ich eben auch festgestellt. Das ist ja nicht so, dass Sie jetzt irgendwie 3 Stunden üben, dann geht alles weg, wenn Sie in diesem etwas irrationalen Modus sind. Mhm. Ich weiß aber mittlerweile, dass man gewisse Sachen machen kann. Und wenn man die macht, dann wird es auch besser. Mhm. Also das funktioniert. Nichtsdestotrotz, wenn Sie irgendwo äußere Belastung haben oder auch Sachen, die Ihnen vielleicht gar nicht klar sind, es kann immer mal querschießen, dann kann das sich auch, auch bei der Klarinette äußern. Aber ich bin eigentlich sehr positiv, weil wenn Sie durch sind und das überlebt haben, dann haben Sie auch das Vertrauen, dass es funktionieren kann. Wenn Sie es nie hatten, wenn Sie sagen, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was das ist, dann können Sie einem auch nicht helfen, der das Problem hat. Ist Musizieren eher eine Kopf- oder eine Bauchsache? Ja, es ist beides, aber natürlich eher Bauch, natürlich. Mhm. Also ich würde das jetzt trotzdem, heißt es jetzt nicht, es ist eine Bauchsache, also, aber das ist doch ganz klar, Musik hat mit Empfindung zu tun, mit den Sachen, die man, also nur Bauch ist nicht gut. Mhm. Der Kopf ist natürlich daran beteiligt, das ist eine Verbindungssache, gesamtpsychische Sache, aber der emotionale und auch der Ausdrucksgehalt, also das noch übers Emotionale rausgeht, dass sie das Gefühl haben, das, was ich jetzt mache, das ist richtig, das will ich jetzt in dem Moment. Der eine will was in der Band spielen und der andere geht in die Disco, will das jetzt. Der dritte liest ein Buch und ist total innerlich dabei. Und der vierte hat eine Blasmusik und freut sich, dass er seine Sache macht, dass er mit den anderen zusammenspielt und hat einfach Spaß daran. Das ist eine Bauchsache, dieses Gefühl. Also das würde ich als psychologischer Laie als Bauchsache bezeichnen. Mhm. Musik kann die Welt verändern. Die innere Welt auf jeden Fall. Mhm. Und damit natürlich auch die äußere Welt. Mhm. Wobei, ich meine, ich finde die Marseillaise toll. Man weiß nicht, es ist anders gegangen, ein tolles Stück, aber ich würde nicht mit dem Anspruch an Musik rangehen. Oder wenn denn nur über... Ja, doch mit dem Anspruch vielleicht schon, aber nicht mit dem direkten politischen Anspruch, aber sondern eher mit dem Anspruch, über die Menschen die Welt zu verändern. Mhm. Wenn schon. Okay. Obwohl, da muss ich noch was sagen. da fällt mir was ein. Lao Tse hat mal gesagt, hüte dich, das Herzen des Menschen zu verändern. Und das finde ich eigentlich eine wunderbare Aussage. Mhm. Und eigentlich, also so ist Musik wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Okay. Ja. Kinder, die Musik machen, sind schlauer. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich möchte sie jetzt nicht als Arroganz verstanden wissen, aber sie müssen, wenn sie Musik machen, und jetzt, das muss doch gar nicht Anne-Sophie Mutter sein, aber wenn sie Musik machen, dann ist es einfach per se schon ein hochkomplexer Vorgang zwischen sensitiven Sachen, zwischen Lesen, zwischen Fühlen, zwischen Blasen in unserem Fall oder Bewegungen ausführen und auch zwischen emotionaler Freude, also zwischen Beteiligung dabei, das zu machen. Das ist schon, ich denke, dass da einfach, dass da positive Hirnverschaltung gefördert werden. Also das, da würde ich ja sagen. Mhm. Und vor allem die nicht hören, sondern machen. Also vielleicht auch beim Hören ein bisschen, aber machen, das gehört schon dazu. Mhm. Okay. Und die letzte Behauptung, wenn ich nicht Musik machen würde, hätte ich einen 9-to-5-Job. Also würde ich im Büro sitzen von 9 bis 5. Glaube ich nicht. Okay. Dann würde ich irgendwas anderes machen, weil das, also, ich hatte schon verschiedene Interessen und die Interessen, auch Sachen, die ich jetzt mache, auch wenn ich mich für was Neues interessiere,
Wenn nicht, dann ist es schwierig. Wenn ich was machen muss, für was ich mich nicht interessiere, dann bin ich kein guter Arbeiter. Dann bin ich kalt und irgendwie schlampig. Es muss irgendwie immer, bei mir muss dieses Interesse da sein. Das ist manchmal auch ein bisschen mühsam mit mir. Also ich glaube, ich hätte was anderes gefunden, für das ich mich auch interessiert hätte. Und dann wäre das kein 9-to-5-Job gewesen. Okay. Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Ja. Dankeschön.